Moin Moin, mein Name ist Gesa Dreckmann. Ich komme vom Dorf und normalerweise mache ich Quatsch, aber in diesem Jahr darf ich zu den Helden der Landtechnik fahren. Heute führt mich mein Weg nach Harsewinkel zu der Firma Klaas. Da bin ich mit Bernd Seelmeier verabredet und der will mir die neuesten Entwicklungen der Mähdrescher zeigen. Da bin ich schon sehr gespannt und da geht's längs. Moin Bernd. Ja, herzlich willkommen, Gesa, in Harsewinkel. Danke, danke. Sag mal, aber das ist jetzt nicht der Lexion, ne? Das ist nicht der Lexion. Das ist mein neuer Dienstwagen. Ach so, das ist dein neuer Dienstwagen. Nicht schlecht. Und warum fährst du den? Das hat einen bestimmten Grund, Gesa. Okay. Der Cerion hier, unser größter Traktor, der hat als erster eigentlich den neuen Motor bekommen von MTU, von Mercedes-Benz. Okay. Mit 11 Litern Hubraum knapp. Und den großen Bruder mit 15,6 Liter Hubraum, den habe ich jetzt in meinem neuen Mähdrescher drin. Also, der größere Motor ist jetzt im Lexion drin. Genau so ist es. Und warum habt ihr euch jetzt beim Lexion genau für den Motor entschieden? Also, Gesa, das ist so. Der Gesetzgeber schreibt dann mir die Abgasnormen vor. Genau wie beim Auto auch, die sind zu erfüllen. Okay. Und da Mercedes immer ein Partner von uns war und jetzt mit einer neuen Motorengeneration kam, war das nur logisch. Und wir sind sehr gut zufrieden mit dem neuen Motor. Hm? Und den zeigst du mir jetzt auch sofort, oder? Ja, der ist hier nicht verbaut, ne? Okay. Das ist noch das Modell, was auf der Agritechnica nicht ausgestellt wird mehr, weil da haben wir ja schon 9. Und den zeige ich dir später. Wenn wir jetzt hinten ankommen, dieser hier, das ist eine aktive Strohverteilung. Warum aktiv? Es gibt auch bis 6 Meter, da häckselst du einfach und dann verteilst es über die, ich sag mal, da ist genug Beschleunigung da für das Stroh. Aber wenn du dann in Arbeitsbreiten von 9 Meter reinkommst, dann musst du es zusätzlich nochmal beschleunigen, dass das Stroh auch dann auf 12 Meter geworfen wird. Das ist schon eine kleine Herausforderung. Mhm. Und wir machen das mit dieser Technik hier, wir bündeln den Strahl und verschießen so einen Strohstrahl auf 12 Meter. Ihr verschießt einen Strohstrahl? Wir verschießen einen Strohstrahl. Vom Antrieb her haben wir jetzt zur Agritechnik eine Neuheit. Mhm. Wir haben das Ganze bisher, unsere Wurfrotoren, hydraulisch angetrieben. Das machen wir jetzt in Zukunft mechanisch. Ja. Das ist für einen besseren Wirkungsgrad und auch nochmal für eine höhere Drehzahlstabilität, besseres Arbeitsergebnis, ne? Und letztendlich natürlich auch weniger Dieselverbrauch. Ja, aber so richtig vorstellen kann ich mir das jetzt irgendwie noch nicht. Was jetzt hier genau passiert in der Maschine. Nee. Ne? Ja, ich habe da eine ganz tolle Animation. Mhm. Und da kann man auch ganz toll sehen, letzten Endes, wie es in der Maschine eigentlich innen drin aussieht. Ah. Dann machen wir die Mähdrescher einmal nackig für. Siehst du. Und dann gehen wir mal hier in die Verfahrenstechnik. Und siehst du hier vorne einen Schrägförderer, das ist das Material, was vom Schneidwerk kommt. Das wird dann unserem Beschleunigerdreschwerk zugeführt. Unser APS, so heißt es bei Klaas. Hier wird das Material beschleunigt, dann wird hier gedroschen. Und gedreschen heißt wirklich dann Korn aus der Ähre herausholen, also die Verbindung auflösen. Das machen wir eigentlich zu 100% da vorne, aber wir schaffen es nicht 100% auch abzuscheiden, also dass die letztendlich hier durch den Korb kommen. Und deswegen brauchen wir dann unsere 2 Rotoren, um die restlichen 10-20% der Körner auch noch aus dem Stroh zu holen. Guck mal, wenn man hier so Bilder sieht, ne, dann kann man das auch viel besser verstehen. So kapiere ich das auch. So, und ich denke mal, du kannst dir vorstellen, das sind hier ganz, ganz viele unterschiedliche Prozesse, ganz viele Parameter, die hier Einfluss haben können auf das Arbeitsergebnis, auf die Leistung von der Maschine. Und da haben wir ja schon seit einigen Jahren ein System, das heißt CMOS. Mhm. Nächste Ausbaustufe CMOS Automatik. Und da werden all diese Prozesse hier, ein großer Teil davon, werden durch Sensorik erfasst. Und dann stellt die Maschine sich ganz selbstständig ein. Also könnte ich das Ding bedienen? Klar. Wahnsinn, kinderleicht. Absolut. Eine neue Sache, das kann ich dir jetzt auch so nicht zeigen. Ja. Das ist unsere neue 4D-Reinigung. Das ist dafür da, dass wir in Hanglagen die Maschine gleichmäßig auf der Reinigung beschicken. Aber das ist echt ein bisschen komplexer, ein bisschen komplizierter. Aber ich habe da was organisiert bei der technischen Entwicklung. Da können wir jetzt rübergehen, wenn du möchtest. Da können wir rübergehen? Oder rüberfahren, wir schauen mal. Kann ich mit dem fahren oder? Nein, das geht nicht. Noch nicht? Noch nicht. Okay. Das machen wir später. Dann lass uns gehen. Okay. Jetzt geht's los. Ja, ab in die technische Entwicklung. Ab dahin und wir nehmen den hier und ich fahre. Ja, nichts dagegen, okay. Ah, oh, ich ruckel so ein bisschen, ne? So, ich gebe mal ein bisschen Gas. Ich drück mal ein bisschen auf die Tube.
Guck gar nicht. Hallo, jetzt. So. Geht doch. Gesa, da müssen wir rein, da ist technische Entwicklung. Durch dieses Tor geht's. Durch dieses Tor geht's. Okay. Ich probiere mal eben aus, ob ich mal in der Karte hier reinkomme. Mach mal auf. Du kommst hier nicht rein. Ich komme nicht rein, ha? Nicht mein Bereich, andere Baustelle. Aber Sebastian erwartet uns eigentlich auch. Ja. Von daher, ich denke mal, müsste jeden Augenblick hier sein. Sesam, öffne dich. Ah, guck mal. Hat funktioniert. So, guck mal, da ist ja auch schon jemand. Da ist schon jemand. Gesa. Das ist Sebastian. Sebastian Hallo. Neu. Hallo, ich bin Gesa. Grüß dich. Ja, Sebastian, hi. Hallo. Und Sebastian ist Entwicklungsingenieur und speziell zu 4D wird uns einiges erzählen können. Okay. So, jetzt wollen wir mal reingucken in das gute Stück hier. Ja. Gesa, ich habe dir ja vorhin was von der 4D-Reinigung erzählt. Da geht es darum, dass wir auch an Hanglagen gleichmäßige Leistung da eben Siebkasten gleichmäßig beschicken. So, und Sebastian hat das ganze System mitentwickelt. Deswegen weiß er natürlich ganz genau, wie es funktioniert. Das ist das sogenannte 4D-System. Das ist die Weiterentwicklung von unserem 3D-System, wo wir auf dem Siebkasten eben die gleichmäßigen Gutfluss erzielen wollen. Mit dem 4D-System wollen wir durch Öffnen und Schließen der Rotorklappen den Gutfluss auf dem Rücklaufboden entsprechend verbessern. Wir schließen talseitige Rotorklappen, wenn die Maschine hanggeneigt ist, um so den Gutfluss eben zu vergleichmäßigen, so die Leistungsfähigkeit am Hang wieder bereitzustellen. Okay, hier können wir jetzt auch direkt mal reingucken, oder? Ah, Wahnsinn, aber es sieht ein bisschen leer aus hier. Da fehlt doch was. Wir haben zu Demonstrationszwecken jetzt mal den Rücklaufboden herausgeschraubt, um hier die Klappen auch wirklich sehen zu können oben, die eben dieses 4D ausmachen. Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Wir sehen uns auf der Agritechnik. Jawohl. Sebastian, vielen Dank, wir sehen uns. Alles klar, tschüss. Tschüss. So, was machen wir jetzt? Ja, genau, wir fahren jetzt zu Hof Lörmann, zu Arnold, und da schauen wir uns die ganzen Sachen jetzt mal in der Praxis an. Sollen wir ein Auto nehmen, oder? Ja, besser ist, zu Fuß ist zu weit. Okay, ich habe einen Trick, pass mal auf. Landy, bitte komm. Landy, bitte komm. Ach, gibt's ja nicht. Ja, guck mal, das ist Wahnsinn. Das brauchen wir beim Mähdrescher auch noch, das sehe ich schon kommen. Landy, bitte stoppen, Landy, bitte stoppen. Also gut, dann sehen wir uns später, ja? Ja. Ich fahre mit dem Cerion, bis dann. Moin! Moin, moin! Okay, und das ist jetzt die Maschine, die wird auch auf der AG Techniker stehen. Mhm. Da zeige ich jetzt mal alle Neuheiten, angefangen mit dem Motor. Okay. Hier haben wir jetzt unseren neuen Motor. Das ist der OM473 von Mercedes-Benz, 15,6 Liter Hubraum, 626 PS. Genau. Also jetzt sehe ich den mal live. Vorhin hast du ihn mir ja gezeigt, aber nicht die richtige Version. Das ist jetzt der richtige, das einzig wahre. Das ist das einzig wahre, vor allem PS-Sprung, 28 PS mehr und Turbo-Compound-Technik. Das ist was ganz Besonderes, da treiben wir mit dem Abgasstrom, treiben wir eine Turbine an und die treibt wiederum zusätzlich den Motor mit an. So ein bisschen perpetuum mobile. Ja? Super. Perfekt. Und was ist hier drin? Ja, das findest du normalerweise sonst nur bei der Deutschen Bundesbahn oder bei Panzern. Das ist eine liegende Kühlanlage. Wir saugen hier von oben Luft an und die blasen wir seitlich aus. Und somit halten wir den Staub rundherum niedrig, dass er gar nicht erst aufsteigen kann. Und wir haben natürlich, wie du siehst, hier Wahnsinnsoberflächen von Kühlern. Ne? Ja. Das ist Ladeluft, Öl und natürlich Wasser. Das schafft schon ordentlich Reserve für heiße Arbeitstage. Für heiße Arbeitstage ist es gar kein Problem mehr, wenn man dieses Ding hat. Genau. So, jetzt darf ich auch mal, oder Bernd? Ja, jetzt darfst du mal fahren, okay. Yay! Ja? Was machen wir hier mit dem Schneidewerk? Ach, das lassen wir hier. Okay. Das brauchen wir nicht. Das ist nur Ballast. Glaubt ja keiner. Wir wollen uns ja schnell bewegen jetzt. Richtig.
Boah, das ist aber ganz schön. Guck mal, da musst du schon reingreifen. Yeah, yeah, Teamwork. Yeah. Ach nee, ich darf gerne nicht vom Lenkrad nehmen. Du musst auch Vollgas geben, noch so ein bisschen mit dem Hebel arbeiten. Ne? Okay. Langsam. Hey, du bist ganz schön temperamentvoll, das muss ich schon sagen. So, jetzt nehmen wir den Hebel zurück. Dann machen wir jetzt ganz langsam, machen wir da jetzt. Oh Gott, ey, Hilfe, Hilfe. Oh, ich habe auch Angst, dass hier irgendwie... Ah, oh Gott, das ist... Was machst du mit mir, ey? Soll ich dem jetzt... Komm, jetzt halten wir einfach mal an. Ja, oder? Wir halten jetzt mal an. Vielen, vielen Dank. Das war ein toller Tag hier in Hasewinkel. Gerne. Bernd, kannst du mir noch so mal so die Highlights vom heutigen Tag niederlegen? Oder für die Leute, die das jetzt gucken, mal die Highlights, die sie auf der Agritechnica finden werden? Also die Highlights, klar, ist natürlich einmal zum einen natürlich eine neue Motorisierung, ne? Mhm. Nächste Abgasstufe, okay, haben wir genommen. Aber dadurch natürlich auch noch mal richtig Power da oben drauf gekommen durch neue Motoren. Mehr Korntankvolumen zum Teil. Dann haben wir uns letztendlich den neuen Häcksler hinten angeschaut. Mhm. Ja? Mein persönliches Highlight auch natürlich 4D. Die einzige Maschine jetzt, die nicht über Portalachsen trotzdem am Hang stabil weiterarbeiten kann. Da konnten wir richtig schön reingucken. Ne? Da konnten wir richtig schön reingucken. Richtig, ne? Nett gemacht, finde ich gut. Und eine Sache, die habe ich noch gar nicht gezeigt, das ist vielleicht noch so eine Kleinigkeit für die Agritechnica, das ist eine automatische Gutflusskontrolle. Die soll verhindern, dass sich die Mähdrescherfahrer, und die vielen werden es kennen, die mal so einen halben Tag zum Mähdrescher ausgeräumt haben, weil sie ihn zugefahren haben. Und das wollen wir in Zukunft an der Stelle verhindern. Guck mal, da kommen sogar schon die Bienen alle an. Mhm. Wie die Bienen sollen auch alle zur Agritechnica kommen. Das ist der Honig. Das ist der Honig, genau, siehst du mal. Und zum Honig kommen auch alle natürlich an euren Stand bei der Agritechnica. Ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank. Lass dich umarmen. Ja, du auch. Tschüss. Tschüss. Ich bin mal gespannt, wohin mich mein Weg beim nächsten Mal führt, welche Firma ich nächstes Mal besuche und was ich da genau mache. Total gespannt. Ich freue mich drauf. Follow me to Agritechnica.